Hallo, ich grüße Sie. Wie erwerben wir das für ein akademisches Fach benötigte Wissen? Per Smartphone, per Video oder im Rahmen einer Vorlesung? Das möchte ich mit Ihnen in der Folge besprechen. Hier ist zunächst eine Übersicht der häufigsten Lehrveranstaltungstypen an deutschen Hochschulen. Dabei bilden Vorlesungen, seminaristische Veranstaltungen, Praktika und Tutorien den Kern. Ihnen allen ist gemeinsam, dass auch Wissen bzw. grundlegende Fakten vermittelt werden. In Vorlesungen zu einem hohen Anteil, in den anderen Veranstaltungen eher wenig. Um die Vermittlung dieser Wissensmengen geht es mir im Folgenden. Schematisch läuft das ja so ab. In einer ersten Phase erfolgt die Inhaltsvermittlung, die aus Büchern, Skripten und den Erfahrungen der Lehrperson gespeist wird. Anschließend wird das erworbene Wissen vertieft. Die Inhaltsvermittlung erfolgt in der Regel in Präsenz. Das heißt, eine akademisch gut ausgebildete Person trägt die Inhalte frontal vor. Die anschließende Inhaltsvertiefung ist selbstgesteuert und die Lerner bleiben sich selbst überlassen. Das ist die klassische Präsenzlehre im Vorlesungsformat, die je nach Inhalt anteilig auch in anderen Lehrveranstaltungen zum Tragen kommt. In einer Variante werden zusätzlich Tutorien angeboten, um die Lerner auch beim Üben und Vertiefen zumindest durch Hilfspersonal zu unterstützen. Im 21. Jahrhundert hat sich aber eines dramatisch gewandelt. Viele Wissensanteile, die heute immer noch in Vorlesungen vorgetragen werden, befinden sich mittlerweile im Internet mit zunehmender Tendenz. Und es entsteht die Frage, ob eine frontale Inhaltsvermittlung im Hörsaal überhaupt noch zeitgemäß ist. Ich meine nein. Und halte die klassische Präsenzlehre zumindest im Grundlagenbereich für nicht mehr zeitgemäß. Mit klugen digitalen Lehr- und Lernelementen lassen sich heute Inhalte bestens digital aufbereiten und die Lerner können in Eigenverantwortung lernen. Und noch etwas, auch in der Inhaltsvertiefungsphase gibt es schon länger die Option, mit virtuellen Präsenzphasen per Webkonferenz zumindest räumlich unabhängig zu agieren. Und so ergeben sich drei neue Lehr- und Lernmodelle, die reine Online-Lehre, der Inverted Classroom und der Inverted Virtual Classroom mit einer virtuellen Präsenzphase. Die klassische Präsenzlehre dagegen ist im Grundlagenbereich zunehmend ein Auslaufmodell. Tja, und dann schlug das Coronavirus auch noch zu. Die klassische Präsenzlehre war nun endgültig nicht mehr zu retten und so mancher wollte den Lehrbetrieb an den Hochschulen vollends stoppen. Aber auch reine Inverted Classroom-Modelle waren nun nicht mehr möglich, denn die so wichtige Präsenzphase konnte ja auch nicht mehr durchgeführt werden. Doch sowohl für Online-Kursformate als auch für den Inverted Virtual Classroom fehlten die digitalen Inhalte. Nun rächten sich die Versäumnisse der vergangenen Jahre. Einzige Option blieb die Nutzung von Webconferencing-Tools für eine virtuelle Präsenzphase, auch für die Inhaltsvermittlung. Doch ist diese virtuelle Präsenzlehre nicht lediglich eine digitale Variante der klassischen Präsenzlehre mit all ihren Nachteilen, zum Beispiel der festen zeitlichen Terminierung? Ich meine ja. Und wer möchte, kann es hier nachlesen. Also heißt es, sich möglichst schnell auch von der virtuellen Präsenzlehre zu verabschieden, zumal sie auch nur einen geringen Nachhaltigkeitseffekt hat. In Corona-Zeiten bleibt also die Online-Lehre und die Lehre im Inverted Virtual Classroom-Format. Und wenn nach Corona die Präsenzphasen wieder möglich werden, muss der Inverted Classroom nicht mehr virtuell veranstaltet werden, sondern kann, und das meine ich als echte Option, wieder in Präsenz stattfinden.
dass die selbstgesteuerte digitale Inhaltsvermittlung und Erschließung zielführend und zeitgemäß ist, zeigen diese Kriterien für eine moderne Hochschullehre, die ich schon oft ins Feld geführt habe. Zeitliche Unabhängigkeit, räumliche Unabhängigkeit, Individualisierung, zum Beispiel eigenes Lerntempo, Transparenz der Lehrmaterialien, Qualitätssicherung der Lehrmaterialien, Nachhaltigkeit der Lehrmaterialien und Bildungsökonomie. Mit klassischen Lehrformaten und auch mit der virtuellen synchronen Präsenzlehre lassen sich diese Aspekte und Probleme der klassischen Lehre nicht lösen. Daher sollten wir auch in Post-Corona-Zeiten eines nicht mehr tun: uns in den Hörsaal stellen und frontal Grundlagenwissen vermitteln. Das geht heute anders. In diesem Sinn, machen Sie es gut.